Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Wie immer das kleine Spielchen gucken, ob die Aufnahme läuft. Oh, passt das mit dem Desktop? Ist die Musik da nicht zu laut? Oh, muss ich gucken. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich hoffe, es soll passen. Eigentlich habe ich da nichts rumgeschraubt. Naja, keine Ahnung. Ich mache da jetzt nicht rum. Aber es passt. Denke ich. Hoffe ich. Dann schauen wir doch mal, wie das jetzt hier weitergeht. Genau, ich glaube, da war der, ja, eine Sekunde Unterschied oder so. Das ist kein großer Unterschied. Da laden wir dann einfach und gut ist. So, wir sind immer noch gegen die böse, schwere KI am Kämpfen. Kolonialschiffe, Angriffsziele, na gut. Die sind ja nicht so schlimm. Das geht schon. Wo bin ich hier gelandet? Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Kein Schwarm bleibt unberührt. Toll. Nutze meine Stärke. Stets wachsam. Die sind aber klein. Verteidiger. Okay. Na gut, da schauen wir einfach mal. Und das hoffe ich, dass ich irgendwie überlebe, glaube ich. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Kein Schwarm bleibt unberührt. Aber ich habe Strahlenbatterien. Theoretisch. Die müsste doch feuern, ja genau. Juppiu! Okay. Ich glaube, das schaut ganz gut aus. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Wie viel baut man hier auf dem Planeten noch? Ein bisschen was. Ein paar Verteidiger. Und hier noch ein paar Paladine. Nutze meine Stärke. Und wo greifen die an? Hier. Den armen Sucher. Ja, RIP. Kein Schwarm bleibt unberührt. Ich glaube, hier war ich irgendwas am Aufbauen, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, was. Vielleicht noch so Tempel der Harmonie. Ah, wisst ihr, was geht? Handelsposten. Das geht immer. Handelsposten ist gut. Lustigerweise habe ich wirklich keine Ahnung, was ich hier machen soll. Unser Schicksal. Ich glaube, ich wollte mich nochmal sammeln, weil der Gegner sich hier böse aufgebaut hat. Aber richtig sagen kann ich das auch nicht. Ich glaube, ich baue nochmal einen Sucher. Schick da einen Sucher auf ein Suizidkommando rein, einfach zum Scouten. Gut ist. Und ansonsten fällt uns ja auch nichts. Und ob ich den Piratenangriff abwehren kann, weiß ich auch nicht. Muss man mal sehen, ne? Ich baue einfach noch ein paar Strahlenkanonen. Ist egal. Wird schon irgendwie passen, hoffe ich. Das kann man noch bauen. Endlich ist die Rache unser. Ist dem so. Ja, das sieht man. So, und dann hier natürlich noch Handelsposten, weil die machen gut Geld. Handelsposten machen sehr schön Geld. Ding, 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 ding. Irgendwie, keine Ahnung, hier. Sollte, unsere müsste Truppen passen. Haben den Feind angegriffen. Ja, so, Sucher. Wir sind ganz Ohr. Nee, noch nicht. So. Ich glaube, das ist meine Titanwerft. Sieht so aus, oder Gießerei in diesem Fall. Wo ist der Sucher? Ich muss nämlich wissen, ob ich ihn besiegen kann, den Gegner. Wenn ich jetzt nämlich angreife, meine Armee wegschmeiße, dann bringen mir alle Planeten, die ich eingenommen habe, gar nichts. Da habe ich dann auch nichts von. Endlich ist die Rache unser. Naja, der sucht hier auch so ein bisschen rum. Darf er ja auch. Und die Strahlenbatterien greifen den Sensenmann an. Habe ich eigentlich umgeschalten. Ja, passt. Passt und die Aufnahme läuft. Das ist immer ganz wichtig. Wenn die Aufnahme nicht läuft, das wäre böse. Ich glaube, die haben mir eine Strahlenbatterie zerbombt. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Angriff forschen. Plasma. Konstruktion abgeschlossen. Fregatten, Großsternbasen, alle. Megadrohne. Wo war das bei Verteidigung? Sicherheit? Unsere Flotte ist eingetroffen. Was gibt's denn da? Schildausstattung. Ah.
Hier, zusätzliche Kampfflieger. Sowas finde ich ganz nice. Und... Fokussiert die gereinigte Einheit einen Teil ihrer Kräfte. Interessant. Ich forsche da jetzt einfach mal ein bisschen wild querbeet. So, der Sucher ist da. Wo ist er denn? Da ist er. Den haben wir jetzt ausgewählt. Oder auch nicht. Was soll entdeckt werden? Genau. Und dann fliegst du dahin. Ist frei. Naja, nicht ganz frei, weil ich sag dir ja, wohin soll's, aber es geht schon. So, Sternbasen habe ich tatsächlich noch gar keine. Aber auch das ist. Großkampfschiffwerft benötigt. Zu verschmerzen, würde ich sagen. Ja, die Piraten geben bald auf, hoffe ich mal. Ja, dann sollte das passen. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Zumindest habe ich einen Titan Stufe 4, das ist auch gar nicht so super schlecht. Da sehen wir dann gleich unser mal. Unser Schicksal wird sich erfüllen. So, wo ist der Sucher? Der kommt raus. Ihr seid die Gruppe. Ja. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Na, das sehen wir gleich. Es ist lustig, dass sie sagen, sie werden die Einheit wiederherstellen. Das heißt, die ist auseinandergedriftet. Also keine Einheit mehr. Konstruktion abgeschlossen. Ich glaube, man kann eine Einheit gar nicht mehr wiederherstellen. Also sie muss erst keine Einheit sein, damit man sie wiederherstellen kann. Vielleicht haben sie es auch einfach bloß falsch übersetzt. Wissen erworben. Wissen erworben, das ist gut. So, was gibt's hier noch? Handelsdock. Das klingt lustig. Ah, Sternenbasen. Ja, wo machen wir denn Sternenbasen? Ist das Befreier? Ah, einen Befreier kann ich bauen. Das probieren wir doch gleich mal aus. Wo ist der? Ja, nicht hier, oder? Korvette, Erleuchter, Erlöser. Das ist das Titan-Dingsbums. Das sind die Dinger. Befreier. So, da bauen wir jetzt ein. Habe ich nicht schon welche auf den Weg geschickt? Nee, ich glaube, das wusste ich. Ja, wie auch immer. Unser Schicksal wird sich erfüllen. So. Was ist das denn hier? Zielsucher, Minenschwarm. Interessant. So. Der hat nicht viel. Nutze das heißt, da greifen Stärke. Wir jetzt an. Da gehen wir jetzt volle Kanne rein. Bams. Konstruktion abgeschlossen. Oh, der hat eine Stufe 4. Schiff, okay. Wir haben einen feindlichen Titanen entdeckt. Oh oh. Wir Vielleicht. Fürchten die Folgen nicht. Ja, das sollte es aber. Wir fürchten die Folgen nicht. Wo ist denn der Titan? Weiß ich noch keiner. Was soll entdeckt werden? Flieg nochmal nach, ich rein, ich will nochmal gucken. Ich glaube, mit dem fliege ich dahin. Bau hier eine Sternenbasis. Das erscheint mir sinnvoller. Die Musik ist ein bisschen unheilvoll gerade. Da weiß ich auch nicht, wie das ausschaut. Wissen erworben. Ja, ich mehr glaub, Credits werden benötigt. Ich glaube, hier so ein bisschen mehr Wumms. Reaktorgestaltung. Mach mal lieber sowas hier. Erforderliche Forschungen müssen zuerst durchgeführt werden. Ja, mach mal ja. Sind wir dabei? So ungefähr. Psytech Laser. Okay. Fregatten? Titanen, alle. Ah, hier werden Titan nicht verbessert. Ja, nö, dann ich will den Titan ein bisschen verbessern. Mehr Credits werden benötigt. Ah, das ist halt teuer. Aber es sollte gehen. So, wo ist jetzt mein Sucher? Ist jetzt mit Sicherheit, ist jetzt das? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch gestorben. Armes Ding. Spielt aber keine Rolle. Ich könnte natürlich auch versuchen, ihn unter Druck zu setzen, indem ich sage, ich mache den. Ich erforsche die. Da gibt's doch irgendwo. Die Unity spürt, dass ein Piratenüberfall unabwendbar ist. Gibt's doch hier. Erlösungsmaschine. Genau. So. Die ist hier bei taktische Strukturen. Der will echt wieder die. Na, diesmal lasse ich ihn. Ich gebe jetzt auch kein Geld aus.
Ich bin bereit, weil die Piraten müssen unser hierhin. Schicksal wird sich erfüllen. Das heißt, die fangen wir einfach so gnadenlos machen wir ab. Es. Und gut ist. Aber wo ist jetzt die Erlösungsmaschine? Ich will so ein bisschen wissen, was die kann. Ist die das? Flotte ist eingetroffen. Weiß ich nicht. Nee. Wissen erworben. Puh, ich finde die gar nicht. Oder ist sie bei Sicherheit? Oder bei Harmonie? Ich weiß es nicht. Ja, Harmonie macht keinen Sinn. Ich brauche einen Punkt in Erlösungsplan. So, jetzt, wo ist Erlösung? Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Wo ist das? Also mit der Rasse kenne ich mich gar nicht aus. Aber das kann ja noch werden. Die Piraten sind verschwunden. Vorwarnung. Bum, bum, bum. Ich bin mir sicher, dass es entweder bei Sicherheit ist. Oder bei Feindseligkeit. Erlösungsplan. Erleuchtet Dings. Erbarmungslosigkeit. Müssen wir Überlegenheit. Abstoßung. Göttliches Katapult. Das ist das alles nicht. Erleuchter Design. Himmel, wo ist das? Ich dachte, das wäre. Aber Energie kann es fast nicht sein. Erhöhte Schildmatrix. So, hier ist jetzt der Piratenangriff, aber das halte ich eigentlich schon. Deine Präsenz ist stark. Ohne große Probleme. Die machen das schon. Trotzdem hätte ich gern die Elite. Also das Dingsbums ausprobiert, wenn ich es nur finden würde. Es muss doch bei Feindseligkeit sein. Trügerische Illusion, nein, Natrium, nein, Grundausbildung, nein, Abstoßung. Das ist jetzt für alle natürlich super peinlich, die wissen, wo sich was befindet. Ich gehöre aber nicht dazu. Ich weiß nicht, wo diese Fähigkeit ist. Und da ich nur einen Monitor habe, kann ich jetzt nicht mal googeln, wo das in diesem Baum ist. Synergie, befestigte Städte, Vertreibung. Also hier ist es nicht dabei. Nicht bei Sicherheit. Da hinten, Erlösungsplan. Ich hab's gefunden. Da sind jetzt echt ein paar Leute durchgekommen. Nutze meine Stärke. Da springen wir doch gleich hinterher. Ich dachte, ich könnte den ganzen Piratenaufstand zerstören, aber anscheinend nicht. So, hier bauen wir jetzt die Sternbasis. Ich baue die erstmal da so hin. Dann gucken wir mal. Ungünstig, dass ich jetzt hier angegriffen werde, aber. Was liegt vor uns? Oh, der Missionar, der stirbt. Der stirbt. Der hält das sicher nicht aus. Ich habe auch kein Geld mehr. Erforderliche Forschung müssen keine Flottenkapazität mehr. Na gut. Zwei Punkte in eifrige Verirrung. Was macht denn das überhaupt? Phasenraketenabwehr. Keine Ahnung, was diese Forschung hier macht. Indoktrination der Einheit. Also ich mag die Tags mehr, die sind intuitiver. Ich könnte übrigens hier noch, bevor ich den ganzen Schwachsinn hier mache, könnte ich eigentlich hier noch. Ah, ich brauche noch einen Tempel, okay. Aber mein Einkommen erhöhen, das ist immer ganz wichtig, finde ich. Wenn du kein Einkommen hast, dann kannst du das Spiel fast auf in die Tonne kloppen. So, dann, Zivile reicht eigentlich. So, hier, Tempel der Harmonie, bam. So, bauen wir einen Tempel rein. Ja, und hier kämpfen wir jetzt. Fraglich, wie viel das den Piraten bringt, oder dem da das Geld reinzuschmeißen, aber so nicht recht. So. Mehr Credits werden benötigt. Das ist dann natürlich teuer. Karma-Vergeltung. Naja, weiß nicht. Das ist natürlich Handel, ne? Ressourcen.
Extraktion erhöhen, das wäre schon sehr nützlich. Ah, da muss ich gucken. Ich will jetzt erst das alles haben. Telekinetische Abspaltung. Ja, dann komme ich von 27 auf 40%, das ist schon nicht schlecht. Nicht ausreichende Metalle. Aber das sehen wir gleich. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich da oben rein kann. Der hat einen Titan. Er ist nicht super stark gelevelt, glaube ich. Hä? Ach, das ist die Sternbasis. Ich dachte mir schon, wieso habe ich das gleiche Schiff, Schrägstrich Sternbasis wie die? Aber wir sind ja auch das gleiche Volk. Natürlich. Oh, ich weiß nicht. Was können die alle? Kulturknoten, massiv, Meteoritenkontrolle? What? Oh. Oh, krass! Konstruktion abgeschlossen. Ah, nee, warte. Antimaterie und Regeneration. Ach so, ich dachte, mich könnte Asteroiden, Meteoriten auf Gegner schleudern. Nicht ganz. Konstruktion abgeschlossen. Drohnenkapazität. Das kann man auf 6 erhöhen. Das ist nicht schlecht. Höhenpunkte und sowas. Ja. Schauen wir mal. Erstmal lasse ich die einfach nur da stehen. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Ja, irgendwann. Nicht jetzt. So, das Hammer. Das gefällt mir. Und dann bauen wir noch einen Sucher und dann schaue ich mal an, was der wirklich hat. Vielleicht greife ich auch einfach so an. Ah, ich kann noch zwei Verteidiger bauen. Dann ist mir da ein bisschen was kaputt gegangen. Nutze meine Stärke. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Nutze meine Stärke. Da schaut's an. Einheit wiederherstellen. Hier können wir noch eine Stufe für ein bisschen Geld kaufen. Das mache ich auch. Ist nicht das Dümmste, würde ich mal sagen. Erworben. Kleine Werft braucht's jetzt nicht. Vielleicht gibt's hier ein Artefakt. Das wäre auch nice. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Planet erforscht. Es wäre schon nett, wenn es hier was hätte, aber ich glaube, auf so einer kleinen Karte gibt es nicht viele Artefakte, oder? Kein Schwarm bleibt unberührt. Nee, ich glaub's nicht. Keine Bedrohung hat Bestand. Das ist der Sucher. Der geht jetzt da hoch. Und den Rest müssen wir dann mal gucken. Wieso kann ich auf einmal so viele Verteidiger bauen? Das gefällt mir nicht. Da muss doch irgendwas kaputt gegangen sein. In dem Gefecht hier. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Keine Bedrohung hat Bestand. Keine Bedrohung hat Bestand. Na ja, mal schauen. Ich glaube, als nächstes werde ich auch wieder mit den Techs spielen. Die sind mir am intuitivsten. Aber vielleicht die Rebellen, die kenne ich noch nicht so gut. Also, wären auch Techs, aber das wäre ein bisschen was Neues. Vielleicht könnte das ganz interessant Nutze sein. Nutze meine Stärke. Aber ich weiß, ich will mich jetzt noch nicht festlegen. So machen wir es. Ah, der hier hat ein bisschen Schaden Kein bekommen. Schwarm bleibt unberührt. Naja. Besteht Gefahr? Na, ich glaube nicht. So. Stets wachsam. Schauen wir mal. Upsi. So. Hier kann man ja. Der springt. Ja, der springt besser. Wenn Sie das wünschen. Natürlich wünsche ich. So, noch zwei. Jetzt habe ich natürlich wieder verpasst mit der Sucher. Der ist noch da. Der springt erst. So, den muss ich verfolgen. Was soll entdeckt werden? Das ist ja der Feind. Zeig es mir. So, los geht's. Wir rücken den Planet Ilos immer näher. Phasensprung. Wissen erworben. Jetzt bin ich mal gespannt, was der hat. Ich kann da eh nichts erkennen. Traurig, aber wahr. So, der hat schon eine kleine Truppe. Ich habe ein paar mehr Balken, aber das muss jetzt heißen. Missionar, Titan. Der Titan, der wäre wichtig. Wo ist denn der? Da. Aber es ist eine Stufe 2. Könnte ich schaffen. Ich glaube, da gehe ich gleich rein. Hat Bestand. Ja.
Dann greifen wir jetzt auch gleich an. Der hat zwar Strahlenbatterien, aber die kann man auch auseinandernehmen. Leitet mich. Ja, ich muss mal gucken. Ich probiere es jetzt aus, wenn es nicht klappt, habe ich halt Pech gehabt. Aber nachdem ich jetzt Geld habe, warte, wo war das mit den Handeldocks? Ja, vielleicht später. Nicht bei Feindseligkeit. Harmonie. Hier. Mehr Wissenstempel benötigt. Ah, noch ein Tempel des Wissens. Okay, dann bauen wir noch einen. Tempel der Harmonie. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ja, aber ein Verteidiger fehlt noch. Ich will die alle dabei haben. Wirklich ausnahmslos alle. Das ist nämlich wichtig. Ansonsten wird das nix. Ja, das ist das Problem. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.